Ja, und herzlich willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Ja, bei uns ist jetzt gerade Sonntag, der, ich glaube, 28. So, warte mal, ich muss kluschen. Es ist Samstag, der 28. Wir haben nicht Sonntag. Ups. Ja, also eigentlich haben wir gerade Samstag um die 20 Uhr rum. 20 Uhr. Ich glaube, fast 21. Entschuldigt, ihr wisst ja. Zeit und Elena ist nicht so das Ding. Ja, auf jeden Fall, wir sind gerade mitten in der Ausgangssperrenzeit und ja. Und ich kann euch jetzt so ein bisschen von erzählen, wie es bei uns jetzt gerade aussieht und wie wir das gerade so handhaben und was bei uns so neu ist. Und ich kann euch jetzt auch schon die ersten Sachen sagen zu dem, was ich letztes Mal behauptet habe. Also es ist wie folgt. Ich kann jetzt mit Fug und Recht sagen, das schlimmste Bodenkoller habe ich, ausgerechnet ich. Ja, ich muss sagen, bei mir ist es so, dass es mir da diesbezüglich so ist, weil ich eben, mir fehlt die Option rausgehen zu können, wann immer ich möchte. Einfach zu sagen, ich gehe jetzt raus. Und ja, das habe ich eigentlich nie wirklich, weil ich muss immer warten, ob jemand da ist und ob jemand mit mir geht. Aber es ist einfach irgendwie nochmal eine andere Sache, wenn einem da diese Option ganz gefühlt gerade weg ist. Ja, auch habe ich vor kurzem, war ich mit meiner Mutter beim Netto, um mein Essen zu holen. Und ich habe gemerkt, dass diese Abstandhalterei, die fällt mir sehr schwer. Also ich berühre, nein, aber so dieses Abstandhalten mit diesen 1,5 Meter, ich habe die ganzen Bodenlinien und alles, weil da gab es so Zeichen auf dem Boden, wo kann man stehen, damit man Abstand hat, habe ich alles nicht so wirklich verstanden. Ja, meine Mama hat aber auch schon ineffiziente Dinge getan während der Corona-Zeit. Sie hat, erschlag mich. Da haben wir übrigens das nächste Thema, häusliche Gewalt. Sie erschlägt mich fast mit ihren Beinen. Ey, ich hab mich gerade fast erschlagen. Das ist auf Band, okay? Das ist auf Band. Ja, auf jeden Fall, meine Mom hat, der fällt es irgendwie gar nicht schwer. Also die ist gefühlt, sie ist voll der Buddha in der Brandung. Ich weiß auch nicht, was, also sie schafft es da wirklich so entspannt zu bleiben. Ich wundere mich gerade jeden Tag. Ja, und mein Vater, der hat sich wundgehockt. Also der sitzt die ganze Zeit und guckt halt Fernsehen. Und also für ihn wäre, glaubst du, der Worst Case, wenn jetzt der Fernseher ausfallen würde, weil der wüsste dann nicht weiter. Ja, zu Leo gibt es auch was zu erzählen. Der hat ein bisschen unter meiner Langeweile gebüßt und gelitten und es hat mir auch ultra leid getan, weil mit dem beschäftige ich mich jetzt gerade ultra viel. Also der ist gefühlt, der wird gerade viel, viel bespaßt. Und jetzt war es gestern so, also vorgestern habe ich ihn Treppen hüpfen lassen und habe festgestellt, dass er Treppen hoch und Treppen runter hüpfen kann. Und dann war es so, dass ich das meinem Papa zeigen wollte, so voller Stolz. Mein kleiner Leo kann jetzt Treppen hüpfen, nämlich hoch und runter. Und dann hat es ihn gestern beim Runterweg ein bisschen hingesegelt. Und dann war erstmal Aufregung in der Wohnung. Ja, anderes Ding, wo der Leo gerade ein bisschen drunter leidet, ist, er hat ultra den Energiestau, weil ich bin gerade viel am Obst und Gemüse essen. Eigentlich eher nur Gemüse, Obst gar nicht. Aber so Gemüse esse ich gerade sehr viel. Und immer wenn ich was esse, kriegt er so die Reste. Und jetzt hat er gerade total den Energieüberschuss. Und ja, es ist gerade schwierig für den kleinen Mann. Entschuldigung. Ja, was kann ich Positives sagen? Ich kann erzählen, dass es bei uns, also häusliche Gewalt ist bei uns. Häusliche Gewalt gibt. Wir gehen uns nur auf den Nerv, aber ja, es gab keine häusliche. Tja, bis vor 5 Sekunden gab es keine häusliche Gewalt. Jetzt hat sich Leo entschieden, meine Mutter zu beißen. Damit haben wir jetzt häusliche Gewalt im Haus. Oh, da gibt es eine Geschichte. Gestern hat meine Mutter
ist aus dem Zimmer, aus meinem Zimmer raus, weil, ja, und der Leo hat halt gerannt und dann hat der sie weggeknufft und so und ich habe echt gedacht, der macht sie fertig. Nicht wahr, kleiner Mann? Ja. Ich Was? gerannt, ich hat gerannt. Ich habe so sehr viel, so intellektuell minus 10.000. Ja. Ja, gut. Die positiven Sachen erzähle ich euch jetzt dann in einem anderen Video, was ich an Corona bisher als positiv befinde. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Und der Vorteil ist, mir geht nie der Stoff aus. Man kann es ausschlachten bis zum letzten Punkt. Also schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie es euch so geht. Und was bei euch so gerade die Situation ist, ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.readmyoutlook.com. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns. Bis bald. Tschüss.